Mein Name ist Johannes Thorn und ich erkläre euch heute ganz schnell, was die Doctool-Chain ist. Und das liegt alles nur daran, dass ein Kollege heute Morgen fälschlicherweise angenommen hat, ich würde ja immer nur über die Doctool-Chain reden, aber nie einen Vortrag dazu halten. Also, hier ist mein Vortrag. Hallo, Kollege. Aber bevor ich zur Doctool-Chain komme, müssen wir noch ganz kurz ein paar Grundlagen legen. Ich soll hier stehen bleiben, habe ich gehört. Deshalb, also ASCII-Doc ist nämlich eine der Grundlagen von der Doctool-Chain. Das Ganze ist eine Markup-Sprache und ähnlich zu HTML, aber einfacher und ähnlich zu Markdown, aber mächtiger. Was meine ich damit? Damit ihr das ein bisschen versteht, haben wir hier ein ganz kleines ASCII-Doc-Dokument. Wir sehen ganz oben einen Dokumententitel, danach folgt eine ungeordnete Liste mit einer Überschrift, Ideensammlung und einer darunter eingerückten geordneten Liste mit Details 1 und 2 und danach einem der coolsten Features von ASCII-Docs, das ist definitiv von Markdown unterscheidet, nämlich Includes. Wir haben hier Include-Direktiven, ich kann also ein anderes Dokument einfach in mein Dokument einbetten und dabei auch noch sagen, dass ich nur bestimmte Zeilen aus dem Dokument haben möchte oder aber ich kann sagen, dass ich nur bestimmte als solches getaggte Bereiche aus dem Dokument haben möchte. Was heißt das, wenn in meinem anderen Dokument sich Kommentare befinden, die im Wesentlichen etwas wie Tags und dann den Tag-Namen enthalten, dann inkludiere ich in diesem Fall nur, ich habe gute Ideen. Ich würde nicht inkludieren, ich habe schlechte Ideen, denn wer möchte schon schlechte Ideen haben? Das ist sehr viel einfacher als alles, was ich mit Markdown kennengelernt habe. Weitere Features sind noch sehr coole Tabellen und ähnliches, aber darüber wollen wir heute gar nicht reden, denn ich muss noch über ASCII-Doctor reden. ASCII-Doctor ist der Übersetzer für ASCII-Doc-Dokumente und inzwischen auch sehr schön, es gibt genau diese eine Übersetzungssoftware und nicht 25 unterschiedliche, die immer wieder anderer Meinung sind, wer wie das Ding übersetzt. Und am Ende kann dabei HTML, PDF, EPUB oder sogar Reveal.js-Slides rausfallen, so wie in diesem Fall. Denn diese Präsentation ist auch eine Reveal.js-Präsentation. So, Doctool-Chain. Was ist die Doctool-Chain? Die Doctool-Chain ist im Wesentlichen eine Sammlung von Hilfswerkzeugen, Skripten, die das Ganze noch weiter erweitern um coole weitere Funktionen. Wie beginnen wir damit? Wir laden uns den Doctool-Chain-Wrapper runter, in diesem Fall DTCW, weil wir cool sind und nicht so viele Buchstaben zur Verfügung haben. Wir sorgen noch dafür, dass wir das Ganze ausführen können und schon sind wir fertig. Wir haben also im einfachsten Fall lokal überhaupt keine weiteren Abhängigkeiten, bis auf dieses eine kleine Wrapper-Tool, welches uns im Hintergrund einen Docker-Container startet, in dem die Doctool-Chain genau das tut, was sie tun soll. Wenn wir das nicht wollen, können wir sie natürlich auch lokal installieren und noch mehr Dinge tun, aber im einfachsten Fall sieht das so aus und wir können sofort sowas wie Generate-HTML oder Generate-PDF benutzen, um damit unsere Dokumente, also in ASCII-Doc verfassten Dokumente in HTML oder PDF zu übersetzen. Aber das könnten wir auch mit ASCII-Doctor alleine. Warum ist also Doctool-Chain cool? Nun ja, durch Doctool-Chain bekommen wir sofort Support für ARC42-Templates, die wir durch die Doctool-Chain installieren und aktualisieren lassen können. Wir bekommen sowas wie als JBake, als Microsite-Builder hinzugefügt. Das heißt, wir können GitHub-Pages oder GitLab-Pages damit bespielen und gleichzeitig aber auch unsere lokalen Dokumente raus erstellen. Mit Collect Includes können wir sowas machen wie Dokumente, die einen bestimmten Namen haben, zum Beispiel ADRs, die alle ein bestimmtes Schema erfüllen, nämlich ADR, dann die Nummer und dann vielleicht noch Name. Alle Dateien, die diesem Namensschema entsprechen, würden durch die Doctool-Chain gesammelt und aufgelistet, sodass wir uns nicht mehr manuell damit beschäftigen müssen. Oh, wir haben eine neue Sache, wir müssen sie hinzufügen, sondern wir legen nur noch die Datei selbst an. Außerdem, vielleicht wollen wir unsere Dokumente mit der ganzen Welt teilen oder zumindest mit der gesamten Organisation, aber nicht alle meine Leute haben Zugriff auf unser GitHub oder GitLab. Dementsprechend, wo haben sie alle Zugriff? Confluence, so wie das sich für so eine schöne Enterprise-Firma gehört. Das heißt, durch die Doctool-Chain können wir alle meine Dokumente auch direkt nach Confluence publishen und das Ganze als Unterseiten in Confluence anlegen. Darum kümmert sich die Doctool-Chain. Außerdem seit neuestem Structurizer DSL-Support für Architekturdiagramme. Ich muss also nicht mehr selbst das Ganze exportieren, sondern die Doctool-Chain versteht jetzt, was eine Structurizer DSL ist. Durch die Includes kann ich die Inhalte auch wiederverwenden und neu kombinieren. Das heißt, für verschiedene Zielgruppen verschiedene Dokumente aus denselben Inhalten generieren. Unter anderem sowas wie Management Summaries auch als Präsentation. Ich kann einmal für alle beschreiben und einmal für die Leute, die nicht zuhören.
Und dadurch, dass das Ganze auf ASCII-Doc basiert, kann ich mich mit vielen anderen Tools integrieren, die, für die ich leider jetzt gerade echt keine Zeit habe, mehr sie alle aufzuzählen, aber sie sind mehr und viel zahlig. Fertig.